Ja, hallo und herzlich willkommen bei Kurzschrauber. Heute geht es mal wieder um die California 1400 beziehungsweise um dieses Teil hier, nämlich um den vorderen Luftfilterkasten oder die vordere Airbox der California 1400. Ich habe es ja in ein paar Videos vorher schon immer mal wieder angekündigt, dass ich da mal rangehen werde. Ja, um was geht es genau? Ich zeige es euch mal in der Nahaufnahme. Hier und hier sind Halterungen für Metallklammern verbaut und bei dem jetzt verbauten oder bei der jetzt verbauten Airbox sind diese Halterungen hier ausgebrochen. Die habe ich schon mal provisorisch mit Lötkolbenmehl versucht zu reparieren. Ja, so sieht zum Beispiel so eine Klammer aus. Um die geht es, beziehungsweise um die Halterung dazu. Ja, und die Klammern, die fallen dann immer raus. Das ist dann echt ärgerlich, weil hier kommt man wirklich extrem schlecht dran. Ihr werdet es nachher sehen. Ja, es ist zwar jetzt ein spezielles Filmchen über die California 1400, aber ich habe mal in der Teileliste nachgeschaut und habe entdeckt, dass die neuen V85 TT Modelle prinzipiell die gleiche Konstruktion aufweisen, also auch eine vordere und eine hintere Hälfte, dazwischen der Luftfilter und diese vier Metallklammern. Das heißt, das Problem, das ich hier habe, könnte theoretisch auch bei den V85 Modellen auftreten. Für alle, die sowas fahren und eventuell mal ja so einen Defekt haben und diesen Defekt auch selbst reparieren möchten. Selbstverständlich sind natürlich alle interessierten Zuschauer, die das jetzt hier mal sehen möchten und vielleicht über, ja, über meine Qual, die jetzt auf mich zukommt, etwas schmunzeln möchten, auch herzlich eingeladen, hier diesen Film zu sehen. Ja, wie ihr seht, den Sitz und den Tank habe ich schon mal demontiert im Vorfeld. Sonst kommt man da überhaupt nicht ran. Und ich freue mich so drauf. Mal wieder. Diese Airbox, beziehungsweise die Demontage und Montage dieser Airbox habe ich schon mal gefilmt, wo es eigentlich um den Hilfsrahmen ging. Ja, und ich hoffe, dass ich mich dieses Mal nicht ganz so quälen muss, weil einmal habe ich es ja schon jetzt mal demontiert. Mal schauen, wie es diesmal funktioniert. Als ersten Schritt mache ich gleich mal den Luftfilter hier raus. Die Klammern, die kann ich mal komplett abbauen. Ich versuche es euch mal zu zeigen, wo diese unteren Klammern sitzen. Ich hoffe, mein Licht leuchtet hier sauber rein. Ja, da sieht man es ein wenig. Da muss man also hier mit dem Schraubendreher ziemlich weit rein und diese Klammer nach hinten drücken. Das Teil hier ist ein Kabelbaum, der ist auch noch in der Nähe. Und an der linken Seite sitzt es analog dazu hier an dieser Stelle. Also auch ziemlich weit drin. Wie ihr seht, kann den Schraubendreher muss ich ziemlich weit reindrücken. Oder reinstecken, dass ich da rankomme. Da ist auch noch das Massekabel etwas im Weg. Ich leuchte hier mal mit meiner Taschenlampe rein, sonst sehe ich da gar nichts. Einmal. Auf geht ja gerade noch, aber das wieder zuschnappen, das ist dann ein Problem. Öfter mal. Jetzt geht dieser hintere Deckel hier runter. Ausziehen. Bisschen verdrehen. Dann haben wir ihn in der Hand. Anschließend montiere ich noch die beiden Seitenteile hier weg, weil dieses Kunststoffteil ist hier unten links und rechts in der Nähe der Klammern nochmal seitlich angeschraubt am Rahmen. Sonst kommt man da nicht hin. Ja, auf diese Schrauben sollte man sehr gut aufpassen, dass die nicht runterfallen. Ich habe da eine schon mal gut 20 Minuten suchen müssen. Ja, und hier hat man die Besonderheit, dass das Schloss für die Sitzverriegelung hier noch dran ist. Lasse ich jetzt aber dran, weil das ist ein bisschen ein Gefummel. Ich muss hier nur seitlich ran, also ich kann das hier hängen lassen. Ja, und das hier ist die Kontroll-LED für die Wegfahrsperre. Achternuss und eine Verlängerung. Und ich hoffe, ich finde das jetzt gleich mal. Hier an dieser Stelle kann man hier ansetzen. Man hat ja nicht sehr viel Platz. Ihr seht hier schon, diese Aluminiumhalterung ist ja auch ganz knapp im Weg. Aber es geht gerade so. Dann kann man die hier so rausfischen. Ups. Ja, und rechts eben genauso. Quasi an der gleichen Stelle.
Ja, für die Airbox selbst müsste man jetzt nur diese beiden Schrauben noch lösen und natürlich hier diese Schlauchschellen hinten dran. Aber ich mache die komplette Brücke jetzt mal weg und hoffe, dass ich dann beim Einbau etwas mehr Platz habe hier an der Stelle. Ihr seht, die obere seitliche Schraube, die ist ein Ticken länger. Sollte man also nicht verwechseln beim Wiedereinbau. Und die beiden Schrauben, mit der die Brücke am Rahmen befestigt ist, die sind etwas kürzer. Jetzt noch diese beiden kleinen hier, mit denen dieser Kabelkanal noch befestigt ist. Die gehen nur in Kunststoff. Muss ich diese Brücke hier schon mal rausnehmen können. Jo. Wie man sieht hier, Kunststoffgewinde. Hier vorne sind jetzt noch zwei Schlauchschellen verbaut, hier und hier. Und nur diese vordere hat eine Schraube, also da muss ich jetzt ran. Die ist momentan noch gequetscht. Ja, leider kann man hier sehr schlecht hinfilmen. Genügen. Ja, und theoretisch müsste man jetzt das ganze Gebilde hier nach vorne wegziehen können. Die Spritleitung ein bisschen beiseite, aber die ist ziemlich starr. Geht nicht. Ja, rutscht sogar runter. Aber das eigentliche Problem ist jetzt hier der Platz, dass man das Ganze hier rauskriegt. Vor allem nach oben. Wobei es raus meistens leichter geht wie rein. Das ist jetzt Kabelkanal im Weg. So, und jetzt sitzt da unten noch ein Schlauch. Der hat so eine Federklammer dran. Die muss ich erstmal lösen. Tja, schon hat man das Teil in der Hand. Tja, um das wieder einbauen zu können, muss ich da ein paar kleine Umbaumaßnahmen jetzt noch machen. Ja, dieser Ansackstutzen, der muss natürlich umgebaut werden. Dann die Gewindeeinsätze. Dann ist hier noch so ein kleiner Schwamm verbaut, wo hier der Schlauch angeschlossen wird von der, ich glaube, Kurbelwellenentlüftung ist das. Ja, hier wird so quasi dieser Ölnebel, der da entsteht oder entstehen kann, dann gleich wieder angesaugt. Und alles, was zu viel rauskommt und runterlaufen würde, läuft hier aus diesem kleinen Loch raus und in den Schlauch rein, den ich jetzt gerade weggezogen habe. Ja, mir fällt gerade auf, dieser Schlauch war gar nicht angesteckt, zeige ich euch aber dann beim Wiedereinbau. Ja, und hier an dieser Seite ist dieser Ansackstutzen hier mit einer Ohrschelle verpresst. Ja, mal schauen, ob ich eine passende habe. Ansonsten mache ich hier eine Schraubschelle dran. Wie man hier schön sieht, so ganz sauber ist dieser Ansackstutzen hier auch nicht mehr drauf gesessen. Ist schon ein bisschen runtergerutscht. Normalerweise müsste er hier unten sitzen. Ist ja zwar auch leicht schräg. Das kommt davon, weil die beiden Zylinder ja nicht genau sich gegenüberstehen, sondern einer etwas weiter vorne sitzt. Ja, und jetzt muss ich mal versuchen, diese Quetsch- oder Ohrschelle hier aufzubekommen, aufzubiegen, ohne dass ich diesen Gummi hier verletze. Schauen wir mal, ob ich da reinkomme. Ich muss das Ganze eigentlich nur lockern. Ah, ging freiwillig. Quasi. So, jetzt müsste das Ganze leicht runtergehen. Ja. Und hier sieht man schon, wie knapp das gesessen hat.
Das muss ich dann beim Wiederzusammenbau ein bisschen besser reinstecken, ein bisschen weiter. Ja, so sieht dieses Teil aus. Da kann man also rechts und links eigentlich nicht verwechseln. Das kommt in die Airbox. Naja, und die Gewindeeinsätze oder Gewindebleche sind nur gesteckt. Theoretisch zumindest, weil hier kommt man mit der Zange nicht dran. Aber hier kann man mit dem Schraubendreher dann hebeln. Naja, die werde ich wieder benutzen. Das Gewinde ist noch in Ordnung und verrostet sind sie auch nicht. Ja, ein bisschen mehr Probleme, denke ich mal, wird mir diese Scheibe hier bereiten. Das ist so eine Federscheibe, so eine Sperrscheibe. Eigentlich könnte ich diesen Gummiboppel hier einfach bündig abzwicken, weil das Teil brauche ich ja nicht mehr. Mal schauen, wie ich das hier möglichst minimalinvasiv wieder rauskriege, ohne dass ich diese Scheibe jedenfalls beschädige, weil die brauche ich definitiv wieder. Da habe ich keine. Mit einem größeren Schraubendreher kann ich hier nicht arbeiten, weil sonst habe ich hier keinen Platz mehr. Locker wäre es schon. Das Kunststoff gibt nach. Naja, dann zwicke ich diesen Kunststoffpoppel einfach mal ab. Bevor ich hier an dieser Federscheibe noch etwas kaputt mache. Aber ich glaube, sie hat es überlebt. Diese Kunststoffunterlegscheibe darf ich auch nicht vergessen dann. So, dieser Schwamm dürfte eigentlich nur ganz leicht reingesteckt sein. Genau. Ziemlich grobporig. Ich denke, wenn der nicht da wäre, würde die Welt auch nicht untergehen. An dieser Stelle zumindest. Ja, dann kann dieses Teil schon mal weg. Ja, bevor ich es dann endgültig entsorge, zeige ich euch natürlich noch im Detail, warum ich es überhaupt austausche. Das ist nämlich hier diese Halterung, die defekt ist. Und hier sollte eigentlich eine kleine Kunststoffnase sein. Ist sie auch noch, aber ihr seht, die bewegt sich, die ist gebrochen. Und hier käme diese Halteklammer hier so rein. Diese Kunststoffnase hat eben die Aufgabe, diese Klammer hier festzuhalten, was sie nicht mehr tut. Ein ähnliches Bild hier an der linken Seite. Ich habe das alles hier schon mal versucht, mit Lötkolben wieder etwas da aufzuschmelzen und wie auch immer wieder hinzukleben. Hier hat es noch einigermaßen gehalten, aber an der Seite, die ich euch gerade gezeigt habe, eben dann nicht mehr. So sieht das dann in neu aus. Hier kommt eben die Klammer rein. Hat hier einen ganz anderen Halt. So, und die bleibt dann auch an Ort und Stelle. Ja, jetzt baue ich die ausgebauten Teile hier wieder ran und dann geht es schon wieder ab ans Fahrzeug. Ja, und zur Wiedermontage dieser Federscheibe nehme ich hier so eine kleine Nuss, die passt hier ganz genau drauf und versuche das Ganze dann so schonend wie möglich hier wieder auf diesen Stift hier drauf zu setzen. So, alles wieder einbaufertig. Alle Teile wieder dran. Auch das hier hat super funktioniert, ohne großes Problem. Ging relativ gut drauf. Hier musste ich jetzt leider eine Schraubklemme verwenden, weil ich keine Quetsch- bzw. Ohrschelle mehr hatte in der richtigen Größe. Ja, und der Ansaugstutzen sitzt jetzt auch wieder sauber in seinem Sitz. Wenn man hier so eine Schraubschelle nimmt, muss man hier die Verschraubung nach unten drehen. Da kommt man danach zwar überhaupt nicht mehr ran, wenn es eingebaut ist, muss man auch nicht, weil man trennt das Ganze ja hier vorne. Ansonsten hat man, fast egal wie man das rumdreht, Platzprobleme. Also oben geht es auf keinen Fall. Seitlich vielleicht, ja, wenn es hier mal so ansieht. Hier läuft zwar ein Kabelbaum, auch nicht so optimal. Hier ging es noch unter diesem Stutzen, da drunter. Aber hier unten hat man dann am meisten Platz. Den Schlauch, der hier an diesen Stutzen eigentlich dran käme, war ja nicht dran, habt ihr ja gesehen, den zeige ich euch jetzt. Der liegt hier unten drin und wie ihr seht, ziemlich ölversüfft alles. Das ist ja die Kurbelwellenentlüftung und der Ölnebel würde ja normalerweise wieder angesaugt und verbrannt. Hier ging es eine Zeit lang ins Freie und hat alles natürlich hier unten Öl versaut. Der Vorteil der ganzen Geschichte ist aber, dass die Drosselklappe hier schön sauber bleibt. Wenn dieser Ölschlauch angeschlossen ist, schaut es hier ziemlich süffig aus, weil er saugt ja immer ein bisschen Ölnebel an. Aber hier, wie ihr seht, schön sauber. Den Schlauch muss ich aber trotz alledem wieder anschließen und dann
wird es natürlich früher oder später hier auch wieder schmutzig. Ja, das Ganze ist den strengeren Umweltvorschriften geschuldet. Es darf ja kein Ölnebel irgendwo ins Freie, deswegen hier diese Konstruktion. Das Ganze werde ich aber jetzt erstmal picobello wieder sauber machen, weil so ein Gesüffel lasse ich hier an der Stelle natürlich nicht. So, jetzt ist wieder alles schön sauber und ölfrei. Und dann kann ich diesen Schlauch hier wieder anschließen. Diese Leitung hier ist übrigens die Entlüftungsleitung für die hydraulische Kupplung. Und diese Verfärbung hier, die man hier sieht, das kommt nicht von Hitze, sondern vom Motoröl, das immer wieder ein bisschen hier anscheinend drauf getropft ist. Das kann man auch nicht mehr wegwischen. Das ist einfach eine Verfärbung des Kunststoffs hier außen. Ja, jetzt zum spaßigen Teil. Jetzt muss ich das Ganze hier irgendwie wieder reinkriegen. Als erstes muss ich hier diesen Schlauch hier wieder anschließen oder anstecken. Da komme ich nämlich nachträglich nicht mehr ran. Leider seht ihr da nicht alles im Detail, weil irgendwo ist es hier so eng. Und mit der Kamera kann man da nicht immer sauber reinfilmen. Ich muss ja auch noch ein bisschen Platz zum Arbeiten haben. Jetzt diese Federklemme noch drauf oder wieder nach vorne gerutscht, dass es auch an Ort und Stelle bleibt. So, sollte sitzen. Jetzt hier diesen Teil hier etwas verdrehen. Da haben wir jetzt wieder überhaupt keinen Platz, wie immer. Kennen wir ja schon. Wir tun die Mechaniker leid, die sowas in der Fabrik machen müssen und das unter Akkordbedingungen, wobei die wahrscheinlich den einen oder anderen Trick kennen und auch die Montagereihenfolge mit Sicherheit eine andere ist, wie die meinige hier. Wieder super eng. So, bevor ich das hier nach vorne klappe, diese Schelle nicht vergessen. Erstmal ein bisschen parken. Und hier kann man schlecht hinschauen. Man muss also von innen hier mit der Hand dann fühlen, ob das Ganze hier richtig sauber drauf sitzt. Ölschlauch darf ich auch nicht nach unten drücken. Muss nach oben. So. Ist und bleibt eine Scheißarbeit. Okay, sitzt zumindest jetzt mal an Ort und Stelle. Jetzt die Schelle noch vor. Die sollte ja auch sauber sitzen und nicht schief. Sollte passen soweit. So, jetzt muss dieser Entlüftungsschlauch noch drauf. Dann sagen wir gleich wieder das Gesappere.
diese Federklemme nach vorne. So, jetzt sitzt er wieder vorschriftsmäßig an Ort und Stelle. Das hier ist übrigens auch ein Entlüftungsschlauch, der geht ans Getriebe. Aber wie ihr seht, kommt hier kein Öl, das ist trocken. Das ist nur Druckausgleich. Liegt dann letztendlich hier so einfach drin. Dann bevor ich hier oben wieder weitermache, schraube ich die Airbox jetzt seitlich wieder an. Ups. Jetzt kann ich sie noch ein bisschen hin und her drücken, damit ich auch ins Gewinde reinfinde. Die Schwierigkeit ist nur, die Schraube anzusetzen. Hier bräuchte man eine magnetische Nuss. Das wäre hier eine feine Sache. Aber irgendwie geht es dann doch immer wieder. So, nur mit Gefühl. Das gleiche jetzt an der linken Seite. Da oben waren ja die kürzeren Schrauben verbaut. Also hier ziehe ich auch mit Gefühl an. Ja, wieder Scheiße gebaut. Das kommt nach oben. Also nochmal runter. So ist es richtig. Diese Kunststoffflaschen gehören sich oben drauf. Manchmal ist man einfach betriebsblind oder einfach nur blöd. So, seitlich jetzt die längeren Schrauben rein. Das mache ich zum Schluss, weil hier ist das Ganze ziemlich beweglich. Da dürfte ich keine großen Probleme haben, ins Gewinde reinzufinden. Ein bisschen drücken da an der Stelle, aber es geht theoretisch zumindest, wenn es dieses Blech nicht verdrückt hätte. Da hat es jetzt dieses Gewindeblech verschoben. Jetzt passt's. Bevor ich es aber festziehe, erstmal die andere Seite. Ja, hier geht es gleich von vorne herein. Sehr schön. Und auch hier. Mit Gefühl handfest. Jetzt sind ja hier noch so kleine Gummipuffer verbaut. Die möchte ich jetzt auch nicht unnötig stark quetschen. So, und zum Schluss die oberen beiden Schrauben. Die sollten hier keine Probleme machen. Und hier an diesem Gewinde wird der Tank wieder angeschraubt. Tja, alles wieder super stabil. Jetzt werde ich diese beiden unteren Klammern wieder montieren. Also wie die reinkommen, habe ich euch gerade ja eben gezeigt. Hier kann ich nicht filmen. Es ist super eng da unten. Ja, ich zeige euch das Ergebnis, weil hier rein zu filmen, das ist jetzt sinnfrei. Das ist jetzt die Sicht, die man hat, wenn man den hinteren Luftfilterdeckel jetzt wieder montieren will. Ich versuche es mal hier mit der Taschenlampe zu beleuchten. Also wenn dann der Deckel dann an Ort und Stelle ist, sieht man diese Klammern von oben überhaupt nicht. Oder nur seitlich, ganz minimal, kann man sehen. Beziehungsweise hier ganz von der Seite kann man dann an der linken Seite relativ schön reinschauen. Ja, an der rechten Seite verbirgt sich das Ganze hier dahinter. Hier kann man es ein bisschen erahnen, da sieht man die Klammer. Und wenn man jetzt hier von oben den Luftfilterdeckel reinsteckt, dann muss er ja hier in die zwei Führungen erstmal unten rein, der hat zwei so Laschen dran. Und da muss man aufpassen, dass diese Klammern nicht zu weit nach innen schauen, sonst kann es passieren, dass man die jetzt so verdrückt, sozusagen, und dann hinten wieder ausbricht. So, und der neue Luftfilter ist verbaut und von dieser Seite hier sieht man schon deutlich, dass es Zeit war. Tja, und weil ich jetzt eine ausgebaute vordere Airbox habe, kann ich euch mal schön zeigen, wie das jetzt zu montieren ist. Hier haben wir die zwei Laschen und hier die zwei Beinchen dazu. Also hier in die beiden Laschen hier rein und dann wird er nach vorne geklappt.
Und hier sollten eben diese beiden Klammern hier nicht im Weg sein, sonst bricht man hier hinten wieder die Halterung aus. Ja, und das ist genau das, was ich gerade meinte. Wenn ich jetzt versuche, den Deckel nach rechts zu drücken, dann quetsche ich diese Klammer und breche dann hinten die Halterung gleich wieder aus. Also hier muss man aufpassen, mit dem Schraubendreher das Ganze ein bisschen beiseite drücken, damit man nicht hier bei der Montage was beschädigt. Ja, und wenn der Deckel dann nach vorne geklappt ist, dann kann man hier seitlich mit dem Schraubendreher ein bisschen draufdrücken und dann schnappt das Ganze sauber ein. Ja, und oben gibt es keine Probleme. Da schieben wir die Klammer einfach seitlich mal rein. Ein bisschen mit dem Schraubendreher nachdrücken. So, und zu. Ja, ich hoffe, es war jetzt nicht zu profan, was ich euch gerade jetzt gezeigt habe. Aber ich dachte mir, für die einen ist es interessant und relevant, vor allem, wenn man solche Motorräder fährt. Eben auch die V85 TT. Und für die anderen war es dann hoffentlich ein bisschen unterhaltsam. Ja, in diesem Sinne, dann mache ich mal Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.